Hier spricht wieder Ostra und ihr seid zurück bei einer weiteren Folge Grandia, diesmal in einer Spezialausgabe und zwar das unterirdische Ruinentrainings-Spezial. Und dafür gehen wir in den ersten Kampf und ab da an beginnt die Magie. Ich hoffe, ihr seid gespannt und bis später. Degrees. Take that. Zehn Minuten später. Piece of cake. 30 Minuten später. Sehr viel später. Ah! You'll never get away. Pretty easy. What you gonna do now? I guess this is the end of our adventures. But why? Kennst du das? Abstrampeln und nicht weiterkommen, Tag und Nacht üben, um wieder nur im Dreck zu liegen. Wenn auch du keinen Bock mehr auf Game Over hast, dann ruf an. Seitdem ich bei der Heldenhotline anrufe, ist es für mich zwar nicht leichter geworden, aber wenigstens habe ich Leute gefunden, die mich wirklich verstehen. Außerdem haben sie mir diese Hanteln verkauft. Die sind erheblich leichter. Und für einen Preis von nur 15,95 ein echtes Schnäppchen. Und falls nicht, dann soll mich doch ein Troll fressen. So, nachdem ich mich mit der Heldenhotline auseinandergesetzt habe, habe ich ein paar gute Tipps gekriegt und auch ein paar weitere Trainingsstunden absolviert. Und jetzt sollte das kein Problem mehr sein, hier dieses Vieh endlich in den Abgrund zu stoßen. Dafür haben wir ein paar neue Techniken gelernt, die ich jetzt alle gar nicht mehr zeigen kann, weil ich mitten im Kampf bin, weil ich viel probiert habe, ob ich jetzt den Kampf schaffe oder nicht. Und im Moment sieht es so aus, als ob ich es kann. Ich habe den Torhieb gelernt und auch den Drachenschlag von Gadwin. Das kann ich euch alles gerne später einmal zeigen. Jetzt aber erstmal versuche ich hier alles Menschenmögliche, um dieses blöde Vieh erstmal ein bisschen in die... Naja, ihr wisst schon, was man so macht, wenn das blöde Vieh nervt. Auf Schnauze. Was ist das? Das ist das Schwert, das abgerissen ist. Das hatte ich auch noch nie geschafft. Der Bumerang an sich ist gar nicht so schlimm. Wenn man nur irgendwann mal drankommt mit Angreifen, dann geht's einigermaßen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Was der Bumerang angreift. Der Bumerang greift Fena an und da gibt es eigentlich nur eine logische Konsequenz. Ausdauernd abwehren. Und weil sonst wird sie zurückgeschlagen mit der IP. Und das wird halt scheiße werden. So, was haben wir hier? Mogabomben können wir nicht mehr einsetzen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir können mal
Ach so, dieses Teil ist dauerhaft. Das Teil selber ist dauerhaft. Okay, wir können versuchen, 120 Schaden mal allen zu machen. Das wäre doch was Interessantes, oder? Was haben wir noch so? Nee, wir können das mal mit der Bombe versuchen. Dann kriegen die wenigstens ein bisschen Schaden. Das Ganze hier natürlich sehr schwierig. Oh, das ist das ist ein Ding. Okay. So, er wird jetzt Diamantenstoß machen, dann werde ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Nö, ich werde einfach nur verteidigen und darauf warten, dass er endlich kommt mit seiner Scheißattacke. Und dann wird wahrscheinlich dann Rapp oder Fena versuchen, das wegzuheilen. Das ist das erste Mal, dass er es schafft, Diamantenstaub zu machen in dem kompletten Kampf, den ich jetzt mit ihm geliefert habe. Und man sieht gleich, wenn er den schafft, dann schafft er den auch richtig und dann tut er auch richtig weh. Wir müssen erstmal gucken, wo der Diamant hinhaut. Ja, der Bumerang haut auch hier Rapp. Das heißt, wir können uns mit Rapp nicht erlauben, irgendwas zu machen. Weil der vorher nicht mehr dran sein wird. Dann werden wir auch verteidigen. Ich hab noch nie gesehen, dass es in einem Spiel so wichtig ist, die Sache wegzuhalten und den Schaden so gering wie möglich zu halten. Ja, 9 Schaden kriegst du locker raus. Jetzt ist der Bumerang wieder dran. Oder ich verhindere das vorher. Was eher meine Idee ist. Jetzt haut der Bumerang wieder auf Justin. Und da komme ich wieder nicht mit Angreifen voran. Da muss ich jetzt versuchen, ihn anzugreifen. Und Fena kann einmal hier heilen 2 versuchen. Heilen 2 versuchen. Jawollo. So, jetzt müsste das Monster selber nicht mehr so problematisch sein. Außer wir machen jetzt alles falsch. Was natürlich immer sein kann. Aber im Moment sieht es richtig gut aus. Und ich bin einigermaßen stolz darauf, dass ich mal wieder weiterkomme hier bei Grania. Ja? Wer die letzte Folge gesehen hat, die ich zwischendurch aufgenommen habe, ja, also zwischen diesem Trainingsspezial und was wirklich dann kleiner ausgefallen ist, als ich erst erwartet hatte, aber es war schwierig aufzunehmen. Trifft immer das Ziel gegen einen Feind. Ja, mach mal. Ja, das ist halt zwischendurch entstanden einfach. Damit man einfach mal sieht, wie weit ich gekommen bin. Dass ich hier noch Probleme habe mit dem ganzen Hickhack. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht davon abbringen, nicht anzugreifen. Man könnte jetzt mit Thors Hammer versuchen, dann müsste der eigentlich sofort in die Knie gehen, aber er wird es nicht schaffen, die Attacke zu zünden. Bevor wir dem Diamantenstaub unterliegen, werde ich besser verteidigen gemacht. Oh, Justin wurde nicht gecancelt. Dann tut mir leid, mein Freund. Dann wirst du jetzt sehr schweren Schaden erleiden. Das ist eine von den Attacken, die ich halt ganz neu gelernt habe, die auch einigermaßen sehr, sehr stark sind. Haben wir noch? Haben wir nicht. Dann halten wir einfach noch so ein paar. Dann halten wir noch so ein bisschen Punkte. Ist ja nicht schlimm. Hier nochmal mit Feuer und dann müsste das gleich gegessen sein. Und mein Gott, war das ein Kampf. 100 Millionen Degrees, take that. Jawohl, hau den weg. Los. Mit Zeit. Ich hoffe, ich krieg seine Waffen. Und seine Geschwindigkeit. Oh, das war's. Endlich! Endlich ist es vorbei. Der Fluch. Der Fluch von Grand, der ist gebrochen. We won! We won! Bigger win! Ja, das war wirklich ein großer Gewinn. Das war wirklich ein großes Winnen. Juwelen. Du gibst mir Juwelen. Wirklich. Oh, wie süß Guido ist, wenn der auflevelt. Wie geil einfach. Wir können den Juwelen nicht mehr mitnehmen. Muss ich irgendwas aus dem Inventar wegschmeißen? Vorzugsweise nehmen wir dafür.
Hier so ein Technikbrecher. Das ist totaler Scheiß. Und Auto. So. Einmal nochmal zurücklaufen. Das ist ganz wichtig. Ich muss speichern. Es führt kein Weg dran vorbei. Ehrlich nicht. Also, wenn ich jetzt nicht speichern gehen würde, das wäre fatal. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was mich hinter der nächsten Ecke erwartet. Und ich weiß nicht, ob es der letzte Wächter war. Und. Was mich hier diese Ruine noch für Prüfungen bereithält. Oder andersrum. Was ich noch alles durchleben muss, um dann endlich die Medaille zu bekommen. Um dann wirklich mal wieder nach oder weiter Richtung Alent zu laufen. Wie wir erfahren haben, laufen wir ja gar nicht erstmal nach Alent, sondern erstmal nur zu diesen Schreinen. Um, ja, dieses Gaia-Monster zu besiegen, denke ich. Das ist dann die größte Aufgabe, die wir dann hinterher haben. Die da wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird. Jetzt eben nochmal ganz fix um die nächste Ecke geluckt und mal geschaut, was da so vor uns liegt. Und wenn wir das durch haben, können wir uns mit gutem Gewissen aus dieser Folge verabschieden. Und dann ist es natürlich wie immer, kriegt ihr eure Grandia-Folgen. Wie soll ich das am einfachsten... Ach, wir hätten auch da lang gehen können, ja? Oder wie? Wie verstehe ich das jetzt? Rennsamen benutzen. Eingeschicklichkeit. Fehler. Nein, wir hätten da nicht lang gehen können. Okay, das beruhigt mich schon mal. Ja, dann kriegt ihr natürlich eure Grandia-Folgen wieder täglich. Wirklich, das war ein Geheimnis. Von mir aus. Zählring, was macht er? Kehrt normale Angriffe zurück. Okay, dafür lege ich auf jeden Fall irgendwas weg im Inventar. Das hört sich extrem interessant an. Wieder so ein... Technik-Dingen. Kehrt normale Angriffe um? Was? Konter oder was? Ausrüsten. Das ist was für dich. Das ist was für dich. Kehrt normale Angriffe um. Von mir aus. Egal was es heißt, wir haben es jetzt. Das hätte man hier auch speichern können, bitte. Nein. Okay. Wir sind hier in diesem sehr mysteriösen Ort. Oh, Kleingold. Ich weiß nicht, was wir da unten sehen. Ich glaube, das ist einfach, weil das Ding schwebt. Sieht man das hier. Und da liegt einfach so die andere Münze rum. Warum nicht? Ich meine, theoretisch hatte das Ding ja einen Riesenaufpasser. Hallo, Münze. Das ist die Medaille des Wissens. Justin, du weißt, was zu tun ist. Wir haben es geschafft. Wir haben die Medaille des Wissens. Okay, und jetzt geht's ab nach Alent. Ja, die Münze habe ich jetzt, dann können wir jetzt zurückgehen. Da gibt es wohl nichts Interessantes mehr. Das war das Einzige, was wir hier drin wollten eigentlich. Meine Güte. Viel zu einfach. Zack. Dann gehen wir besser doch da lang. Wer weiß schon, wer weiß schon. Hier muss ich ja, glaube ich, sonst nichts mehr machen. Dann können wir direkt hier runterspringen. Ach, geht nicht. Hätte ich so gedacht. Sieht doch schwer danach aus. Gut, dann nochmal den Speicherbären machen. Und euch schon mal sagen, ihr seht mehr Grandia dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich mich. Ich hoffe auch, ihr konntet ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, dass es halt länger gedauert hat jetzt mit dieser Folge. Aber es war wirklich ein extremer Knackpunkt und hier auch der Wendepunkt in Grandia, dass es jetzt wahrscheinlich so knackig schwer bleiben wird. Trotzdem hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.